Herzlich willkommen beim Easy TV. Ich bin der Bledion. Ich zeige euch heute ein klassisches Fitnessboxen ein bisschen und wir werden zwischendurch auch mal ein paar Übungen machen. Ich erkläre euch ein paar Techniken heute zum Boxen, wie ihr richtige Schläge setzt und natürlich auch Bewegungen dementsprechend macht. Genau so wie die Fußstellung und wie wir komplett mit dem ganzen Körper mitarbeiten beim Boxen. Okay? Am Anfang werden wir natürlich ein klassisches Warm-up machen, uns ein bisschen mobilisieren, ein bisschen warm werden und dann kommen wir schon auch dann zu den Techniken. Okay? Am Anfang möchte ich euch ein bisschen erklären, wie ihr im richtigen Boxen erstmal die Beine positioniert. Wichtig ist es, dass ihr hier probiert, natürlich etwas schulterbreiten Stand habt und leicht versetzt seid. Dass ihr hier nachher auch stabil beim Boxen seid. Hier müsst ihr auch darauf achten, dass ihr nachher beim Bewegen immer die Fersen vom Boden hochnimmt. Dass ihr immer hier schön natürlich beweglich seid beim Boxen. Okay? So. Wenn wir allerdings aber schlagen, damit wir keine Kraft verlieren, haben wir immer die Beine fest am Boden. Dass ihr hier natürlich perfekt schlagen könnt nachher. Okay? Zu den Techniken kommen wir dann. So. Erstmal würde ich sagen, wir machen uns erstmal noch ein bisschen warm. Und dann erkläre ich euch schon mal die ersten Techniken. So, wir fangen gleich mit den Schultern an, weil wir heute viele auch viel mit dem Oberkörper machen. Klassisch ist einfach hier ein bisschen die Schulter kreisen. So. Ihr könnt das Ganze 1 bis 2 Minuten machen, dass ihr oben schön an den Schultern warm seid. Könnt ihr hier am Anfang schön nach vorne kreisen, natürlich auch das Ganze andersrum. Wir variieren ein bisschen die Übung, indem wir die Handflächen einmal Richtung Decke hochnehmen und hier schön nach hinten kreisen. Perfekt, das Ganze auch immer natürlich schön andersrum. Da machen wir uns gleich mal mit der Hüfte warm und natürlich noch ein bisschen einen leichten Oberkörper. Und zwar folgende Übung. Wir gehen einmal vorne in den Ausfallschritt, verschränkt dabei die Arme hier, also die Finger. So, einen Schritt nach vorne machen, oben hier komplett öffnen. Wichtig dabei jetzt schön vom vorderen Bein aus wegdrücken. Arme wieder ranziehen. Das gleiche mit dem anderen Bein. Achtet auch hier dabei schön, dass das Knie über die Zehenspitzen kommt. Arme hier schön nach oben öffnen. Hier schön den Brustkorb öffnen. Immer hier schön nach oben hinweg. So. Schön. Ganze noch. Einmal pro Seite. Schön die Arme Richtung Decke hochdrücken. Perfekt. So. Dann machen wir jetzt ein bisschen auch zur Mobilisation auch noch die Hüfte leicht und warm. Natürlich auch schön auch noch den Bauch. Wir werden hier einmal die Spider-Man Mountain Climbers machen. Wichtig hier, achtet dabei, dass die Hände unter den Schultern sind. Die hier mit dem Fuß richtig immer neben der Hand kommen. So. Wir machen 3 Steps und öffnen uns dann zur jeweiligen Seite hier. Schön. 1, 2, 3. Wichtig jetzt hier. Schön öffnen. Wieder hier 1, 2, 3. Gleiche auf der anderen Seite. Okay, wieder einmal pro Seite noch. Okay, dann kommen wir auch schon mal zur ersten Technik. Ihr könnt das Ganze vorm Spiegel machen, damit ihr euch selber dabei seht. Okay, so, wie gesagt, noch einmal zu leicht zur Erklärung. Probiert hier einen schönen schulterbreiten Stand zu haben. Fuß die schön zurücknehmen. Wenn wir uns bewegen,
Fersen hochnehmen, dass ihr immer schön hier beweglich seid beim Boxen. Okay. Wir werden nachher sehr viel hier uns bewegen. Okay, aber sobald wir schlagen, fester Stand. Wichtig auch, schulterbreit wieso. Wenn ihr in einer Linie seid, seid ihr hier sehr unstabil und könnt leicht zurückfallen. Deswegen hier schön den schulterbreiten Stand haben. Die Hände sind immer oben hier am Kinn. Wichtig, wenn ihr das vom Spiegel macht, schaut, dass ihr immer ungefähr auf eure Höhe boxt. Das heißt, immer ungefähr auf die Kinnhöhe ziehen, okay? So, wir fangen mal leicht an, und zwar mit der linken Hand, sozusagen die Führhand, zu schlagen. Und zwar immer hier schön nach vorne. Schaut, dass der Ellenbogen immer schön hier eng am Körper ist, gerade rausgeht. Ihr dreht die Faust am Ende hier schön ein. Wichtig, direkt zurück zum Kinn. Okay? Das wird jetzt erstmal die erste Kombination sein. So, dass wir nur mit der linken Führhand schlagen. Achtet dabei bitte drauf, dass ihr nicht mit voller Kraft durchschlägt, sonst könnt ihr euch leicht am Ellenbogen verletzen. Okay? Das heißt, ihr immer schön gucken, dass ihr rauskommt, aber nicht zu kräftig schlagen. Achtet mehr dabei auf die Technik. Okay? Dass ihr hier probiert, immer schön rauszuschlagen, euch immer wieder ein bisschen zu bewegen. Sobald wir stehen, schlagen wir, bewegen uns wieder ein bisschen. Okay? So. Wir machen das Ganze ungefähr 10 Mal, dass ihr ein bisschen reinkommt am Anfang nur mit der Führhand hier, okay? Sobald wir schlagen, fest am Boden. Faust, Ende, schön eindrehen. Achtet hier dabei schön auf die Technik. Immer schön schlagen. Zack. Sobald wir schlagen, fest und rein. Immer nach vorne, wie gesagt, immer schön auf Kinnhöhe arbeiten. Hände sind immer oben am Kinn. Schön von hier aus wegboxen. Zack. Zack. Immer schön schlagen. Okay, so. Hört erstmal nur die Führhand, und zwar die linke. So. Diesmal probieren wir das Ganze mit der rechten zu machen. Wichtig, arbeitet ihr auch schön mit dem Bein, und zwar auch mit der Hüfte mit. Die ganze Kraft kommt meistens hier vom Bein aus Richtung Hüfte, Schlaghand. Deswegen arbeiten wir viel auch natürlich mit dem Oberkörper. Achtet darauf, dass wenn ihr schlagt, den Bauch immer schön angespannt lässt. Viele Boxer machen auch immer dieses komische, also viele empfinden es als komisch, dass sie immer ausatmen beim Schlagen. Ist dadurch, dass sie mehr Kraft aufbringt und der ganze Körper immer schön angespannt ist, falls man Konter kommen sollte. Deswegen hier, achtet dabei auf, hinteres Bein, geht ihr schön mit ein, Hüfte nach vorne, Schulter auch nach vorne, dass ihr immer schön gerade seid. Auch die Faust immer schön mit eindrehen. Okay? Hier komplett reinschlagen dann. Hier seid ihr auch schön lange. Wie gesagt, auch wieder Hand direkt zum Kinn zurück. So, wir bewegen uns wieder ein bisschen, machen das Ganze auch ungefähr wieder 10 Mal. Dass ihr am Anfang ein bisschen reinkommt. Stehen bleiben, schlagen, wir bewegen. Stehen bleiben, schlagen und wieder bewegen. Okay. Hier wieder wichtig, Hüfte mit eindrehen. Okay, so. Diesmal werden wir das Ganze ein bisschen kombinieren. Die Links-Rechts-Kombo oder besser gesagt auch das 1-2, sagen wir dazu. So. Das Ganze werden wir ein bisschen abändern, und zwar, wenn wir schlagen, nehmen wir das linke Bein nach vorne, rechte Hand zieht mit, Bein auch mitnehmen. Okay? Das heißt, am Anfang bewegen wir uns hier, sobald wir schlagen, 1, 2. Okay? Probiert das Ganze am Anfang langsamer und steigert euch nachher ein bisschen hinein. So, wieder bewegen, sobald wir schlagen, 1, 2. Wir bewegen. Schön Fersen hochnehmen.
dass du immer schön beweglich seid. Wir schlagen 1, 2, wieder bewegen. Wieder 1, 2 und bewegen. Bewegen. Vor und zurück wieder. Und hab, hab, und wieder raus. Nach vorne. 1, 2 schlagen und wieder raus. Schön. Okay, so, diesmal kombinieren wir das Ganze noch mit ein paar Schlägen dazu. Und zwar, wir laufen nach vorne, 1, 2, wieder nach vorne laufen, 1, 2 und zurück. Wichtig, wenn ihr euch nach vorne drückt, schön vom hinteren Bein aus, wenn ihr zurück wollt, vom vorderen Bein aus, zurückkommen wieder. Okay, so, das Ganze auch wieder ungefähr 10 Mal, macht es am Anfang ein bisschen leichter und steigert euch nachher hinein. 1, 2 und wieder zurück. Immer schön in Bewegung bleiben hier. So, 1, 2 und zurück. 1, 2 und wieder zurück. Fäuste eindrehen, nicht vergessen. Und immer schön auf Kinnhöhe schlagen. Und wieder zurück. Sehr schön. Vor, vor und zurück. Wieder in Bewegung bleiben. Und zurück. Mal auf das Ganze. Sehr schön. Okay, so. Wir bauen wieder was Kleines in die Kombination mit ein. Und zwar, wir gehen nach vorne, schlagen wieder links, rechts. Links, rechts. Machen ein Step zurück. Rechts, links, rechts. Wieder zurück und in Bewegung kommen. Und das Ganze noch einmal langsam vor. Vorne, 1, 2. 1, 2. Step zurück. Rechts, links, rechts. Und wieder in Bewegung bleiben. So. Macht am Anfang das Ganze, wie gesagt, ein bisschen langsamer, dass ihr ein bisschen reinkommt. Vorne, 1, 2, zurück, rechts, links, rechts. Und wieder in Bewegung bleiben. 1, 2, zurück, rechts, links, rechts. Und in Bewegung. Hab. Zurück, 1, 2, 3. In Bewegung. Hab, hab. Zurück, 1, 2, 3. Sehr schön. Bewegung. 1, 2, 3. Und zurück wieder. Sehr schön. Fäuste eindrehen, nicht vergessen. Mal noch das Ganze. 1, 2, 3. Sehr schön. Okay. Ein bisschen auslockern. So, dann kommen wir zum ersten Oberkörper-Workout. Ein bisschen. Wir werden ein kleines Tabata-Training machen. Und zwar nur von 3 Minuten. Fokus mehr Oberkörper, Schultern. Ich zeige euch am Anfang mal die etwas schwierige Variante vor. Natürlich zeige ich euch auch, wie ihr es ein bisschen leichter machen könnt. Okay, und zwar fangen wir an. Mit den Schultertippen. So. Wichtig hier. Lasst den Bauch und den Hintern schön angespannt. Von hier aus einmal. Wichtig. Nicht mehr an der Hüfte bewegen. Ihr bewegt euch nur hier an den Armen. Okay. So. Für manchen Leuten, für die es zu schwer ist, halb so wild.
Ihr geht hier einmal runter auf die Knie. Dann das Ganze auch hier sehr schön machen. Wir werden das Ganze 20 Sekunden lang machen. 10 Sekunden Pause. In der Zwischenzeit erkläre ich kurz die andere Übung. So. Okay, bereit machen. Und los. Hier immer schön Schulter antippen. Lasst den Bauch angespannt. Probiert ihr euch nicht mehr im Oberkörper zu bewegen. Nur hier schön antippen. Sehr schön. Und die letzten 4, 3, 2, 1. Sehr schön. So. Die nächste Übung wird einmal Liegestützen sein. Okay. Hier auch wieder probieren, Hände unter den Schultern, komplett tief zu Boden zu kommen und schön hochdrücken. Bereit machen und los. Schön tief hochdrücken. Ellenbogen etwas enger am Körper lassen. Schön tief kommen. Noch 10 Sekunden. Und noch 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Die nächste Übung wird einmal die Liegestützposition halten sein und kleine Bewegungen dabei zu machen. So. Das heißt, hier schön tief kommen und kleine Bewegungen. Breit machen und los. Und schön kleine Bewegungen. Und auf 4, 3, 2, 1. Sehr schön. So. Davon jetzt noch 2 Durchgänge. Und wieder bereit machen. Einmal wieder die Schulter tippen. Okay. Und los. Hier immer schön Schulter antippen. Okay. So. Wie gesagt, zu Hause könnt ihr das Ganze schön weitermachen. 3 Durchgänge. Und wir machen jetzt einmal mit der Technik ein bisschen weiter. So. Okay, die nächste Technik wird einmal sein, der Haken. Wichtig hier, wenn wir nach einer Zeit beim Gegner zum Beispiel gerade nicht mehr durchkommen, gebt doch den sogenannten Haken. Hier ist es auch wichtig, dass ihr schön mit der Hüfte mitarbeitet. Das heißt, beim linken Haken drehen wir uns vorne am Fuß schön ein. Komplett die Hüfte mitnehmen, hier den Ellenbogen hoch, dass ich hier schön 90 Grad habe, Faust hier schön eindrehen. Okay? Der linke Haken einmal. Beim rechten Haken dreht ihr das rechte Bein wieder schön mit. Hüfte auch. Gewicht auf vordere Bein hier. Schön schlagen dann. Okay, beim linken nochmal. Hintere Beingewicht. Vorne hier schön eindrehen. Hüfte mit reinnehmen. Auf der anderen Seite rechtes Bein mit eindrehen. Gewicht auf vordere Bein. Und hier schön Fäuste mit eindrehen. Wie gesagt, auch wieder wichtig, auf Kinnhöhe arbeiten. So. Was wir auch jetzt haben, ist das sogenannte die Maid-Bewegung. Wir werden jetzt auch Kombination dazu machen. Wir fangen jetzt an mit der linken Hand wieder. So. Maid-Bewegung ist nichts anderes, wie dass wir uns im Oberkörper ein bisschen bewegen. Mit den Schlägen sozusagen ausweichen hier. Okay. Hände sind immer oben. Wir nehmen nun den Kopf immer schön zur Seite. Dass wir aus dem Weg vom Gegner sozusagen von der Schlaghand sind oder von der Führhand. Den Kopf immer hier schön zur Seite nehmen. Ich fange jetzt immer mit links an, das heißt, ihr bewegt euch hier mit dem Oberkörper zur linken Seite und zieht den Haken mit. Okay, ich mache es nochmal langsam vor. Oberkörper zur Seite bewegen, Schulter ein bisschen hier nach vorne, Haken mit reinziehen. Wieder bewegen, schlagen. Bewegen, schlagen. Hände sind immer schön oben am Kinn. Hier zur Seite, schlagen wieder. Move und boxen. Rüber, schlagen. Ich kann es auch ungefähr wieder 10 Mal machen hier. Bewegen, boxen. Bewegung und schlagen. Achtet hier schön auf die Technik. Hier schön mit eindrehen. Bewegen und wieder schön schlagen. Bewegen, hopp. Rüber. Und schlagen. Zack. Wieso machen wir das Ganze?
auf der anderen Seite. Das heißt, wir bringen die linke Schulter nach rechts, Kopf zur Seite und wieder schön rein. Rüber mit einrennen. Arbeitet hier schön mit der Hüfte wieder mit rüber und schlagen. Rüber und schlagen. Hopp und eins. Bewegen und schlagen. Bewegen und schlagen. Immer schön hier in Bewegung bleiben. Rüber, schlagen. Rüber und schlagen. Zack. Zack. Achtet hier schön auf die Technik. Macht zum Anfang langsamer. Und später schön steigern. Okay, so. Wir machen das Ganze. Wir uns wieder schön bewegen. Das heißt, wir bewegen uns wieder. Bleiben stehen. Rechte Seite abtauchen, linke Seite abtauchen, schlagen, schlagen und bewegen wieder. Okay? Wir machen bewegen, bleiben stehen. Eins, zwei, eins, zwei. Wenn ich hier bewegen, schön. Zwei, eins, zwei. Und bewegen wieder. Schön wieder vor und zurück. Und stehen bleiben. Eins, zwei, drei.